Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Spray TV. Hier ist Spray TV Rosenheim heute mit dem Vorbereitungsspiel der Star Wars Rosenheim gegen den EV Landshut. So, kann losgehen. Landshut natürlich in weiß und rot und die Star Wars in den dunklen Trikots von rechts nach links. Daxelberger. Ja, schöne Aktion. Schöner Pass jetzt. Und das ist aus unserer Sicht Fadenscheibe im Tor. Das ist das 1:0 für die Star Wars. Da gibt es Applaus hier oben auf der Tribüne. Wir haben kurz geschaut, ob die Scheibe auch wirklich hinter der Linie war, weil sie ist durch die Schoner von Jaroslav Hübel. Aber die Star Wars gehen 11:13 vor Ende des ersten Drittels mit 1:0 in Führung. Schauen wir nochmal das Replay. Ach, die Scheibe war drin. Ja, schauen wir mal, wer war es letzten Endes? Ja. Jetzt gucken wir mal, vielleicht von der Hintertorkamera sehen wir mal zunächst einmal. Neues Hübel, da macht er zu. Ne, die Scheibe ist ganz klar im Tor. Ja, Leif Carlsen hat es im Interview schon gesagt, nach dem Spiel gegen Deckendorf war er dann schon sehr verwundert, wie... Oh, das war ein, ja, wie soll ich sagen, so eine Banane. Ein Handgelenkschuss von der blauen Linie. Und hat so eine bananenförmige Flugbahn gehabt. Und es war wohl Messing, oder? Wenn wir es richtig sehen. Mit der Nummer 40, gleich zum 1:1 aus. Jetzt sehen wir es nochmal. Ja, es war so ein Handgelenkschuss, der eine ganz komische Flugbahn hat. Lange Minute noch, die Star Wars da in den Beinen haben werden. In der Vorbereitung sind die Beine eh nicht ganz so spritzig und jetzt natürlich da. Ja, Leinweber macht dazu. Aber. Oh, kein Tor. Nee, da wurde Leinweber angeschossen. Aber er gibt den Treffer jetzt doch. Interessant, also trotzdem 2:1 für den EV Landshut. Schauen wir uns nochmal gleich genauer an, wenn wir das Bild haben, genau. Läuft. So, jetzt müsste eigentlich der Schuss kommen und Leinweber hier mit der Stockhand. Blockt es, legt genau. Sich dann ins Tor. So, jetzt wird er angeschossen. Schiedsrichter. Okay. Er hat gesagt, dass er schon zu tief hinter dem Torlinie war. Haiger mit dem Schuss von der blauen Linie, Scheibe ist frei und das ist 3:1. Er nimmt den Rebound. Der EV Landshut geht 11:15 vor Ende des Spiels mit 3:1 in Führung. Lukas Mühlbauer nimmt da den Rebound gerne. Schuss war von Weihager. Genau. Rallt nach vorne weg und das wird, darf man natürlich so nicht machen. Das ist natürlich kreuzgefährlich da im. Wieder Robin Weihager. Der wird jetzt forciert und da erhöht er auf 4:1. Da hat er keine Chance. Das hat man von hier oben wunderbar gesehen. Da hat er sich das obere Torkreuz ausgeguckt, einfach mal kurz trocken mit dem Handgelenk abgezogen. Vollmeier, jetzt wird es gefährlich. Jetzt bin ich gespannt. Stettner kommt raus, das ist natürlich brandgefährlich, kriegt die Scheibe nicht und das ist das 1:5. Und es gibt eventuell noch die Strafe. 1:5 jetzt. Stettner ist rausgekommen aus dem Tor, werden wir in der Wiederholung sehen. Und ist klar, wenn bei dieser Situation der Goalie die Scheibe nicht wegbringt, dann fällt das Tor. Ja, zwei Fehler sind hier passiert. Einmal der Querpass, Rückpass, der nicht so optimal war. So, jetzt müsste dann kommen. Der hier. Ja. Der war, ja. Und dann hat Stettner einen Moment gezögert. Das war der berühmte Moment zu viel. Dann darfst du die Abmoderation machen, Thomas, und ich kann schon mal versuchen, dann die Maske etwas eher runterzubringen. Ja, bleibt beim 1:5 für die Gäste vom EV Landshut, die ihr verdient, die 5 Tore und somit auch den Sieg mit nach Hause nehmen.